Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Ich bin der belanglosen Kämpfe müde, nach denen ich früher so hungerte. Ich ziehe umher, verstoßen, während mein Volk die Götter verflucht, die uns verlassen haben. Unsere Heimat liegt in Trümmern. Und doch bleibe ich standhaft. Vor 6 Tagen traf der fallende Stern die Stadt Trestram. Kurz darauf erwachten die Toten. Was ist das für ein Teufelswerk? Könnte es das sein, was ich all die Jahre suchte? Ein Feind, der meiner Klinge würdig ist? Ich habe meinen Schwur gegenüber Lea gehalten und Kane gerettet. Nur der Skelettkönig steht noch zwischen mir und dem Geheimnis um den gefallenen Stern. Seine Rückkehr wirft erneut einen Schatten auf Trestram. Ich bin weit gereist, um herauszufinden, dass der gefallene Stern nur ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht weiß Kane, was der Fremde uns nicht sagen kann. Kane ist tot, aber seine letzte Handlung hat die Wahrheit ans Licht gebracht. Der Fremde ist ein Engel, und ich muss ihn mit seinem Schwert wieder vereinen.
Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Ihr könnt mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Sakrileg! Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Tristram sicher ist, reise ich nach Chaldeum, der großen Stadt des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. Belial. Ich werde sie von ihm befreien. In ihren letzten, verzweifelten Augenblicken schwor Magda, dass der Dämonenfürst Belial bald über unsere Welt herrschen würde. Ich bin nun alles, was noch zwischen ihm und dem Ende der Menschheit steht. Wir haben Leas Mutter, die Hexe Adria, gerettet. Sie berichtet von dem schwarzen Seelenstein, einem Artefakt, das das Böse für immer vernichten könnte. Von allen Sterblichen wurde mir aufgetragen, ihn zu beschaffen. Der Seelenstein gehört uns. Jetzt werden wir ihn verwenden, um Belial einzufangen, der sich feige hinter der kaiserlichen Wache versteckt.
Bald werden seine Lügen ans Licht kommen und die Bewohner von Caldeum frei sein. Das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Caldeum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit. Es verbleibt nur noch Asmodan. Er schickt seine Armee aus, um uns aus dem Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. Die Bastion ist sicher. Genug des Kampfes innerhalb der Mauern. Ich werde mich jetzt Asmodans Kriegsmaschinen im offenen Feld stellen. Das Dämonentor wurde zerbrochen. Asmodan versorgt seine Truppen mit Hilfe abscheulicher Sündenherzen mit Energie. Ich werde sie vernichten
und den Herrn der Sünde zur Rechenschaft ziehen. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Egal, welche Form du annimmst, zeige dein wahres Gesicht. Diablo. Adrias Verrat ist vollendet und Leas Seele ist verloren. Durch sie ist Diablo als oberstes Übel wiedergeboren worden. Mit der geballten Macht der Hölle unter seinem Befehl. Die hohen Himmel erzittern. Die Engel stehen Diablos Ansturm hilflos gegenüber. Nur ich kann alles zum Guten wenden. Und das Böse Diablos für immer auslöschen. Ich habe Diablos Champion besiegt und Hoffnung wiedererstehen lassen. Ich dachte, auch Tyraels Glaube würde wiederhergestellt werden, aber er bleibt verschollen. Wie dem auch sei. Ich werde Diablos Höllenportale nun zerschmettern. Diablo wird den Kristallbogen auf dem silbernen Turm verderben. Ich muss ihn aufhalten, oder die Himmel sind für immer verloren. Das ist unsere letzte Hoffnung. Tyrael und ich werden auf den Turm steigen und gegen den Herrn des Schreckens kämpfen, egal was im Weg ist.
Am Ende war es ein sterbliches Herz, das zwei Welten vor dem Untergang rettete und das oberste Übel für immer besiegte. Es ist der Anbruch eines neuen Tages für Engel und Menschen. Denn die größten Verteidiger der Menschheit, die Nephalem, haben sich erhoben, um die Finsternis zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Meine Brüder, ich nehme meinen Platz unter euch wieder ein. Aber diesmal als Sterblicher. Da der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für immer werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte dieses glorreichen neuen Morgens. Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Maltael. Finde den Nephalem!
so. Der Nephalem wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Flüchtlinge berichten, dass Westmark von Engeln angegriffen wird. Sie verwüsten die Stadt, ermorden Tausende und niemand weiß warum. Mir liegt nichts an dieser Stadt, aber ich werde dem Gemetzel nicht tatenlos zusehen. Diese Seelenernter werden lernen, dass nicht nur sie sich aufs Töten verstehen. Ich habe Urzael und die Seelenernter besiegt und den Menschen vom Westmark ihre Stadt zurückgegeben. Morath und ich werden Adria den Blutmarschen suchen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Sie wird es mir erzählen und dann für ihre Taten büßen. Versucht, mich von den Ebenen des Wahnsinns fernzuhalten. Doch mich hält niemand auf. Nun durchquere ich diese Schlachtfelder, auf denen einst Engel und Dämonen kämpften. Ich muss die Festung des Wahnsinns und mit ihr den Engel des Todes finden. Ich werde ihm zeigen, was Tod bedeutet. Seelenstein gleitet durch das Portal nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Nephalem hat das Unmögliche geschafft. Er hat den Tod besiegt, die Schuld der Engel getilgt und die Menschheit gerettet. In diesem Augenblick des Triumphes sah ich den Nephalem in einem neuen Licht. Er ist ein Held, der die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Ein Barbar, der die Unschuldigen beschützt. Doch er ist sterblich und wird eines Tages in Versuchung geführt werden. Wird er widerstehen können, wenn jener Tag kommt? Oder wird er unser Schicksal besiegeln.